Ich begrüße euch herzlich zu diesem Sonntag, den 1. Juni. Gleichzeitig ist es ja auch der erste Sommertag, den wir heute begehen dürfen. Es steht im Losungswort des heutigen Tages 1. Mose 28, 17, also die Geschichte von Jakob auf der Flucht vor Esau. Wie heilig ist diese Stätte? Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Das hat Jakob gesagt, nachdem er aus dem Traum mit der Himmelsleiter aufgewacht ist. Und hier ist tatsächlich Gottes Haus. Hier ist wirklich eine Pforte des Himmels, nämlich in der Kapelle des Bibelheimes Männedorf am Zürichsee. Die alten Bänke, die wir hier sehen, und auf deren einer ich hier sitze, könnten Geschichten erzählen von Menschen, die krank hier gewesen sind, gesund diese Kapelle verlassen haben. Dorothea Trudel hat nicht gedacht, dass dieser Ort einmal eine Pforte des Himmels würde. Ich dachte damals mit keinem Gedanken daran, schreibt sie, Verwirrte und Kranke in mein Haus aufzunehmen. Es kam jedoch anders. Aus ihrem kleinen Häuschen, das jetzt der Biograf, der das beschreibt, das nur eben Platz für eine mittelgroße Familie bot, wurde das, was man heute eine Anstalt nannte. Wie das zuging, hat sie der Gesundheitsdirektion ebenfalls berichtet und schreibt, von dieser Zeit an, währte es nicht mehr lange, so brachte man uns Verwirrte. Die erste im Haus war Regula Walder, die zweite Frau Pfarrer Merz. Diese Mutter von 12 Kindern, die eine traurige Zeit im Irrenhaus zugebracht hat, ist in unserem Haus in 9 Wochen gerettet worden. Nachdem sie gesund war, blieb sie noch 5 Wochen zur Stärkung hier und hörte nicht auf mit Bitten und Anhalten, bis ich ihr versprach, wenn ohne mein Suchen die Zahl sich vergrößere, so wolle ich ein zweites Haus kaufen. Dies geschah auch im April 1857. Der Herr wirkte mächtig an den Kranken, so dass wir nur loben und danken konnten. Durch all die Jahrzehnte ist der Strom von Menschen, die hier Erfrischung, Erbauung, Erholung suchen, nicht abgebrochen. Und so waren auch wir hier Pfarrer aus den verschiedenen Stilrichtungen, evangelikale und charismatische, um uns zu finden und gemeinsam eine Tagung abzuhalten. Das war vor einigen Jahren. Wir hatten eine wichtige Abmachung, die auf das zurückging, was auch Dorothea Trudel am Ende ihres kleinen Zitats gesagt hat, nämlich, dass wir Gott loben würden, ihn im Ziel, ihn im Auge hätten und nicht unsere Unterschiedlichkeiten. Wir würden einander also nicht befehden, nicht bekämpfen, nicht beschimpfen, nicht schlecht über andere Theologien, andere Singstile, andere Arten, Gott zu loben, sprechen. Das war die klare Abmachung und ein erster Referent hatte sie bereits im Eingangsreferat. So stark verletzt, dass ich das Handtuch geworfen habe an diesem ersten Abend und gesagt, ich gehe heim. Obschon ich noch ein Referat hätte halten müssen, ich sagte, wir können, wir dürfen, wir sollen nicht über Geschwister negativ reden, hauptsächlich auch dann nicht, wenn sie nicht da sind, wie er es über die Pfingstgemeinde gemacht hat. Und so ist für mich in dieser Kapelle ein Kapitel relativ traurig und rasch zu Ende gegangen, aber mit einem unüberhörbaren Signal. Es hat dann auch noch Wellen geworfen, nämlich, wir wollen um jeden Preis die Einheit höher achten als unsere persönlichen Vorlieben. So war es auch mit Jakob gewesen. Gott hatte ein weites Herz für diesen Mann, obschon er ein Schlaumeier gewesen ist, seinen Bruder betrogen hatte. Gott hat ihm das Erbe in Aussicht gestellt, ist zu ihm gestanden, ist weitherzig gewesen, lieber weitherzig als korrekt, denn es hat viele Jahre gedauert, bis der Jakob auch seinen Weg zu diesem Herzen Gottes gefunden hat. Wir haben einen weitherzigen Gott, der an unsere engen Herzen anklopft, dass sie auch weitherzig und gnädig, versöhnlich und gütig werden. Und so steht denn auch, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht,
wird er selig werden. Das ist das neutestamentliche Losungswort von heute, passend zu diesem Bild, das man hier in der Kapelle in Männedorf sieht, nämlich Jesus, der an die Tür anklopft. Er klopft an die Tür an, aber er ist auch selber die Tür. Er ist beides in einem. Ich wünsche euch, dass ihr auch heute durch diese gute Tür hineingehen könnt und auch eure Türen auftun könnt, damit eine gesegnete Woche diesem Ruhetag folgen kann.